Hallo Traders und Investoren. In dem heutigen Video gehen wir darauf ein, was ist LIBOR-OIS-Spread? Was ist dieser Spread? Wir starten mit einer kleinen Erklärung, warum wir diesen beobachten und am Ende des Tages auch, wie auch dies ein Frühindikator ist, der uns in smarte Trades frühzeitig hineinversetzen kann. Die Frage kam nämlich die Tage auf. Ein oder andere bei uns in der Trading-Gruppe hat Artikel aufgeschnappt, wo es um genau diese Begrifflichkeiten ging. Und damit ich nicht vier, fünfmal parallel erkläre, einzeln erkläre, denke ich mir, ist es vielleicht auch ein Mehrwert für die YouTube-Community. Also wie immer, ich kann keinen Trading-Advice geben. Es ist alles nur zu Ausbildungszwecken. Wir können mehr verlieren, als wir einzahlen. CFTC Rule 4, Spot 4.1 is in effect. Copyright ist ebenfalls in effect. Auf geht's. Ziel des heutigen Vortrages. Es geht darum, einen ersten Einblick zu vermitteln, was der LIBOR-OIS-Spread ist, wie dieser verschiedene Märkte beeinflusst und wie wir damit sinnvoll Geld verdienen. Dabei gehen wir auf folgende Märkte ein. Obviously den LIBOR als auch den OIS. Begrifflichkeiten erklären wir gleich und unseren geliebten Aktienmarkt. Und am Ende des Vortrages erkennen Sie erst Zusammenhänge zwischen diesen Märkten und was uns dieser Spread als führender Indikator auf Englisch Leading Indicator avisiert. LIBOR. Was ist LIBOR? LIBOR steht für London Interbank Offered Rate. Offered ist also der Briefkurs, nicht der Geldkurs, sondern der Briefkurs. Und ist somit ein durchschnittlicher Zinssatz, zu dem sich international tätige Großbanken guter Bonität gegenseitig unbesichert Termingeld verleihen. Es geht also um eine Vergabe von kurzfristigen Geldmarktkrediten unter Banken. ON steht für Overnight, also über Nacht, bis ein Jahr. Und dieser Zinssatz wird publiziert durch die British Bank Association. Als ich Trader bei der SEB war, habe ich ein Repo-Buch von null an aufgebaut und wir hatten noch einen Geldhandelstisch in Frankfurt sitzen. Und eines Abends hatte ich zu wenig Liquidität und musste dann am Geldmarkttisch 1 Milliarde Euro über Nacht aufnehmen. Und dieser Geldmarkttisch, dieser Trader hat für mein Buch dann 1 Milliarde im Markt aufgenommen. Er hat mir also eine Offerte gestellt. Und um genau solche Geschäfte geht es beim LIBOR. Ja? Achtung, dieser Referenzzinssatz beruht nicht auf tatsächlichen Transaktionen, sondern nur auf Angebotszinssätzen der involvierten Panelbanken. Panelbanken sind also die ausgewählt sind, um diese Referenzzinssätze anzugeben. Also, bei welchem Satz könnte sich Bank XY von den anderen Banken Geld leihen? Dann gibt es ein sogenanntes Fixing und dieses findet täglich um 11 Uhr Londoner Zeit statt. Also um 11 Uhr in London wird das Fixing gemacht, das ist der LIBOR und der wird dann als Referenzzinssatz publiziert. Je nach Währung wird der LIBOR von 8 bis 16 verschiedenen Banken fixiert. Und nur die mittleren 50% der Zinssätze werden berücksichtigt, falls der ein oder andere Trader gesoffen hatte. Also zu hoch oder zu niedrig, zu weit weg vom Markt, das wird auch rausgenommen. Ist auch sinnvoll. So. Natürlich bin ich jetzt nicht auf den LIBOR-Skandal eingegangen, hätte ich auch noch machen können, aber dann wird es hier eine 3-Stunden-Veranstaltung. Der LIBOR wurde manipuliert, verschiedene Banken wurden zu Milliardenstrafen verdonnert und einzelne Händler wurden zu Gefängnisstrafen verurteilt. Ja. Warum? Weil der LIBOR als Referenzzinssatz der Basissatz ist für Billionen Dollars an Krediten, Häuslebauern, Student Loans, Credit Card Loans. Ein Riesenmarkt hängt auf diesem Basiszinssatz drauf. Hier steht es auch, er dient als Basiszinser zur Berechnung von Kreditzinsen, also Hypotheken, Kreditkarten, Studentendarlehen, Finanzprodukten etc. Das ist riesig. Den zu manipulieren, war zwar gut für die einzelnen Trader und deren Boni am Ende des Jahres, aber unfair den anderen Marktteilnehmern gegenüber. Was ist jetzt der OIS? Der OIS ist ein Overnight Index Swap Rate. Also da geht es wieder um Overnight, über Nacht. Und es ist eine Rate, zu der sich Banken untereinander über Nacht für eintägige Verbindlichkeiten Zinstauschgeschäfte berechnen. Also ein Swap-Zinstauschgeschäfte. Nominale entfallen, daher geringeres Kontrahentenausfallrisiko. Eine Sekunde.
Sorry, ich habe gehustet, ich habe nämlich die Grippe. Also, geringeres Kontrahentenausfallrisiko. Wenn ich mir für 3 Monate LIBOR, wenn ich bei der Deutschen sitze, mir für JP Morgan Geld leihe und in den 3 Monaten gibt mir JP Morgan, Entschuldigung, ich leihe mir von JP Geld und ich gehe pleite, dann bekommt JP in 3 Monaten ihr Geld nicht zurück. Ja? Das ist das Ausfallrisiko. Wenn wir einen Overnight-Index-Swap machen zu diesem Zinssatz, dann sorry, entfallen die Nominalbeträge und wir machen nur die unterschiedlichen Zinsbeträge als Differenz in Cash ausgeglichen. OAS steht für den Fixsatz in einem kurzlaufenden Zinsswap, in dem der variable Satz täglich aufgezinst wird. Das ist die mathematische Formel. Ein oder andere erinnert sich aus dem Studium. Der eine oder andere hat nicht studiert. Wurscht, ich erkläre jetzt, wie es geht. Ist völlig simpel. Wie alles bei uns. Ist alles immer sehr simpel, wird aber recht wild erklärt, damit man nicht merkt, dass wir komplett überbezahlt sind in der Branche. Bank A, Empfänger, variabel. Und Bank B, Zahler von Fix. Also es gibt einen Fixsatz und es gibt einen variablen Zinssatz. Angenommenes Beispiel, es geht um 500 Millionen Euro Nominalbetrag. Für 7 Tage und Bank B zahlt mir bei Bank A den Fixsatz von 3,85%, gerechnet Actual 360. Das heißt also Actual, wie viele tatsächliche Tage geht dieses Swap-Geschäft, geteilt durch 360. Wie viele Tage hat ein Jahr? 365, aha. Das sind also die Geldmarktkonventionen. Actual 360 kommen hier zur Anwendung. Der Variable-Kamerad zahlt seinen variablen Satz. Das ist wie gesagt ein Overnight-Satz. Der wird per dieser Formel errechnet, der Zinssatz. Und am Ende der 7 Tage muss er bezahlen, diesen variablen Satz, auf die 500 Millionen gerechnet für 7 Tage wieder geteilt durch 360. Also nehmen wir an, mittwochs ist der Overnight-Satz 3,82. Donnerstags Overnight-Satz 3,82. Freitags, das ist interessant, das ist ähnlich wie beim Forex-Trading, die Carry, die wird dann für Samstag und Sonntag mit abgerechnet. Freitag zählt für 3 Tage. Das ist also hier im Swap-Markt genauso, 3,82, Montag 3,82 und dann Dienstag 3,81. Bedeutet 7 Tage und laut Formel oben haben wir also einen Zinssatz von 360, bla, bla, blub. Hier wird es aufgezinst, geteilt durch die 7, habe ich 0,038196 als Zinssatz. Also 3,8196. Bank A zahlt fix 3,85, das war ja vorher ausgemacht, mal 7 durch 360, die Laufzeit, mal den Nominalbetrag sind 374.305,56. Bank A zahlt den Variablen an Bank B. Und die haben 3,8196 mal 7,360 mal 500 Mio, 371,350. Das Backoffice überweist einfach nur von B nach A die Differenz. Das heißt, der Fixzahler muss in diesem Fall 2.955,56 Euro abdrücken. Easy. Ja? Machen natürlich unsere Programme alles automatisch. Du darfst aber die Parameter einhacken und beim Einhacken wichtig für den Händler, dass er keine Fehler macht. Also, dass er die richtigen Konventionen eintippt, dass er die richtigen Sätze einliest und vor allen Dingen, dass er die richtige Swap-Kurve in sein Valuierungstool einlaufen lässt. Auch allzeit beliebter Fehler. So, OIS. Was ist OIS? Der OIS bezieht sich auf einen geometrischen Overnight Index Average. Also Sterling Overnight zum Beispiel oder Euro Overnight oder die Fed Funds Rate in den USA ist auch ein Overnight Index. De facto repräsentiert der OAS somit den Spitzenrefinanzierungssatz einer jeweiligen Zentralbank beziehungsweise bewegt sich in dem vorgegebenen Zinskorridor. Also wenn die Fed die Zinsen erhöht, dann ist die Fed jetzt im Moment bei 1,5 bis 1,75. Das meinen wir mit Zinskorridor. Der OAS kann theoretisch den vorgegebenen Korridor der Zentralbank nicht verlassen, da sich eine Bank sonst gesichert Geld von der Zentralbank leihen könnte, um ein Arbitrage, also ein risikoloses Geschäft abzuschließen. Deswegen ist der Zinssatz tatsächlich innerhalb des Korridors. Außerdem bitte beachten, die Bonität einer einzelnen Geschäftsbank ist natürlich immer schlechter als die der jeweiligen Zentralbank.
Also bei der Geschäftsbank habe ich ein Ausfallrisiko, bei der Zentralbank habe ich kein Ausfallrisiko. So absurd das ist. Ja. Somit muss die Rate, die eine Geschäftsbank zahlt, natürlich höher sein. Der LIBOR-OIS-Spread wurde während der Global Financial Crisis, das kürzen wir mit GFC ab, das war 2008, als Angstbarometer für Bankenpleiten bekannt. Ist also somit eine Indikation, unter anderem für das Ausfallrisiko von Banken, aber nicht nur. Jetzt gebe ich nochmal ein Beispiel für einen OIS, nämlich den EONIA. Der EONIA ist hier bei uns der Euro Overnight Index Average. Und das ist der Zinssatz, zu dem auf dem Interbankenmarkt im Euro-Währungsgebiet unbesicherte Kredite, also Ausleihungen in Euro, von einem Tagetag auf den nächsten gewährt werden. Sorry, hab wieder gehustet. Sagt ihr Target, was ist Target? Target ist das Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer System. Das ist das europäische Abwechslungssystem. Ja, da wurde übrigens ja auch, als die Zyprioten enteignet wurden, einfach mal geprüft, ob dieses System das auch aushält, dass Bankautomaten eben nur maximal, ich glaube, es waren 200 Euro ausspucken am Tag. Und was passiert, wenn man einfach mal europäische Bürger enteignet? Ist aber gut gegangen. Heißt also, Target ist bereit, wenn man mal eine größere Populationsgruppe in Europa enteignen will. Zurück zum EONIA. Der EONIA, das sehen wir hier, hier ist der Einlagensatz, der in grün, der Spitzenrefinanzierungssatz in rot, das ist also unser Zinskorridor. Und dann haben wir den EONIA, der sich innerhalb von einem Korridor bewegt. Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte, gell? So, LIBOR, OIS, Angstbarometer der Banken. Im August 2007, ich saß bei Lehman, erinnere mich sehr gut, stieg die Angst, dass sich Probleme im US-Subprime-Hypothekenmarkt ausbreiten würden. Also Hypothekenmarkt kennen wir, Subprime heißt, das sind keine Angestellten. Das ist ja das Absurde mit deiner eigenen Firma, die super läuft, kriegst du mega Probleme bei der Bank, dir einen Häuslekredit zu holen. Ja? Bist du aber Angestellter, bei Pipapo GmbH legst du einfach drei Rechnungen vor, kriegst einen Kredit. Davon mal abgesehen, haben die amerikanischen Banken die Kreditstandards sehr aus Gier, sehr, sehr niedrig geschraubt, bis ins Absurdum geführt. Und damit war die Qualität der US-Subprime-Hypotheken sehr ramschig, sehr, sehr schlecht. Die Annahme war damals, dass nicht alle Hypothekenkredite in ganz Amerika gleichzeitig ausfallen würden. Sprich also, dass alle Hypothekenmärkte oder Häusermärkte, Immobilienmärkte auf das Land gesehen zusammenbrechen. Genau diese Annahme war aber falsch. Und die Korrelationsberechnungen, vor allen Dingen bei den strukturierten Kreditprodukten, waren somit falsch, die Annahmen. Und dann ist uns das ganze Ding um die Ohren geflogen. Problem ist, dass viele Banken, wie eben zum Beispiel auch Lehman Brothers, Vielfaches ihres Eigenkapitals allein auf dem Buch hatten in dieser Form von Krediten und strukturierten Kreditprodukten, die es galt abzuverkaufen. Ja? Wir waren aber nicht die Einzigen. Alle anderen, inklusive der Deutschen, die waren im Grunde ebenfalls insolvent. Da hat die BaFin dann irgendwann ein Auge zugemacht und insgesamt hat die Bankenaufsicht gesagt, okay, wir fangen einfach an, weil wir können nicht das ganze System ausbuchen, die sind ja alle platt, dass wir Level 1, Level 2, Level 3, Level 4, Level 5 Assets machen. Und das war dann nachher, durften die Banken strukturierte Kreditprodukte laut ihren eigenen Modellen bewerten und diese Bewertung flossen in die Bilanzen mit ein und die Aufseher haben einfach die Augen zugemacht. Ja. Ansonsten wäre das ganze System nämlich kollabiert. Was jetzt aber wieder zurück zum LIBOR OIS ist, interessant ist, dass der im August 2007, deshalb sage ich, das war ein Leading Indicator, anfing anzusteigen, nämlich mit diesen Problemen, die sich langsam ausbreiteten im US Subprime Hypothekenmarkt. Und im September 2008, in Lehman Pleite, stieg dann dieser Spread auf sehr hohe 3,5% und vor der Krise lag der Spread im Schnitt um die 10 Basispunkte. Ja? Von 10 Basispunkten dann dieser Anstieg und dann 13 Monate später das High mit 350 Basispunkten. Der LIBOR OIS zeigt uns zwei verschiedene Risiken ein. Einmal das Liquiditätsrisiko und andererseits das Kreditausfallrisiko unter Banken.
Mit Liquiditätsrisiko, das ist gemeint, ist das Risiko, dass eine Bank ihre Aktiva nicht zu Cash gewandelt bekommt. Ist ja schön, dass wir die strukturierten Kreditprodukte gebastelt haben und auf der Bilanz liegen hatten, aber wenn es keine Geldseite dafür im Markt gibt, kein Bid, dann können wir diese Aktiva auch nicht in Fiat Currency, in Cash umwandeln. Und dann sind wir illiquide. Ja, excuse me. Also Liquiditätsrisiko. Schön, dass ich meine Bitcoin habe. Wenn mir die aber keiner abkauft zu echtem Geld, dann sind die wertlos. Schön, dass ich meine Goldbarren im Keller habe. Wenn mir die keiner abkauft zu echtem Geld, weil man sie nicht essen kann, dann sind die wertlos. Also da geht es um dieses Liquiditätsrisiko. Das Kreditausfallrisiko ist das Risiko, dass eine Bank ausfällt und somit ihre vertraglichen Verpflichtungen nicht mehr erfüllen kann. Eine Strategie, die wir bei Lehman gefahren hatten, war, dass wir so viele CDS-Geschäfte global gemacht hatten, in der Krise wie nur möglich, damit wir systemrelevant werden. Das war eine gute Strategie, hat aber dann leider auch zu massiven Problemen nach der Pleite geführt, weil wir im Swap-Markt, Credit-Default-Swap-Markt, ein riesengroßer globaler Kontrahent waren. Und wenn jetzt die LBBW gegen uns einen Swap ausstehen hat, Lehman Brothers, und wir pleite gehen und die LBBW liegt auf diesen Swap aber 5 Millionen im Plus, dann muss sie jemand anders finden, der in dieses Swap-Geschäft eintritt als neuer Kontrahent. Das nennen wir also Kreditausfallrisiko. Wenn du nachher die vertraglichen Verpflichtungen zwar stellen kannst, aber dein Kontrahent ausgefallen ist, dann hast du eben auch keine 5 Millionen P&L. Und hier ist ein schöner Chart von der Federal Reserve in St. Louis. Wir sehen also hier dieser LIBOR-OIS-Spread 3 Monate vor der Krise, excuse me, Monate und Jahre vor der Krise, war um die 10 Basispunkte. Und es ging los, September 14, mit dieser britischen Bank Northern Rock. Da gab es einen Bankrun. Ja, die Leute standen vor der Tür, wollten alle ihr Geld abheben. Unglaublich, ich kann mich noch erinnern, in London gearbeitet. Northern Rock Crisis Bankrun. Dann kam der wieder ein bisschen zurück und dann im Dezember hatten wir die Bank Write-Downs. Also da jede Woche kam die nächste Bank, sagt, wir schreiben so und so viele Milliarden ab, so und so viele Milliarden ab, so und so viele Milliarden ab. Am 17. März ist dann Bear Stearns über die Wupper gegangen und nach Lehman ist das Biest explodiert und wir hatten die globale Banking Crisis. Ja. Und da ist er halt, wie gesagt, dieser Spread auf 3,5 gestiegen. Aber er hat uns Liquiditätsprobleme und Kreditausfallrisiko bei Banken avisiert, und zwar frühzeitig. Ein anderes Barometer, auf das wir schauen, zum Beispiel in den USA, ist, dass wir uns 6 Monate laufende, dreifach A-geratete, also höchste Bonität, Unternehmensanleihen versus US-Staatsanleihen ansehen. Also diese Differenz, Zinsdifferenz zwischen dreifach A Unternehmensanleihen und dreifach A Staatsanleihen ist ein Barometer für die Risikoprämie innerhalb einer Volkswirtschaft. Und ab August 7 stieg auch dieser Spread an. Excuse me. Also auch der war leading und eine Indikation, dass Probleme im Bankensektor sich auf die Wirtschaft ausweiteten. Ja, auf die Wirtschaft. Wir sind also jetzt weg vom nur Bankensektor und hin zu, es gibt auch wirtschaftliche Probleme, sonst würden ja Unternehmensanleihen nicht ein höheres Kreditausfallrisiko kompensieren wollen, indem nämlich die Zinsen ansteigen. Okay? Bitte, bitte merken, weil wir haben jetzt so ein ähnliches Szenario, darauf geht dieser Vortrag hin. Also vor August 07 hat der Markt das Hypothekenrisiko im Bankensektor unterschätzt. Er hat es einfach falsch gepreist, das sehen wir hier am LIBOR. Denn warum? Wir sehen nämlich, dass die Unternehmensanleihen versus Staatsanleihen, die haben viel mehr geatmet, sagen wir als Händler. Ja, dieser Spread hat viel mehr geatmet, Bankensektor hat gepennt. Kennt ihr oder sie jetzt auch alle aus der jüngsten Vergangenheit, der VIX. Ja? Monate und Monate nach der und Jahre nach der Financial Crisis, sogar unter 10 notiert, das ist jetzt vorbei, der Kamerad ist jetzt wieder explodiert und die Tage unter 10 sind Geschichte. Ist aber eine andere Präsentation. LIBOR minus OIS. Merken, in Stresssituationen bildet der steigende LIBOR zum einen ein erhöhtes Ausfallrisiko eines Bankkontrahenten ab, als auch das Risiko sich verknappender Liquidität, also Angebot und Nachfrage nach Geld.
Der OIS hat ein sehr geringes Ausfallrisiko, da die Laufzeit eben nur einen Tag beträgt oder eine Nacht. Und wir tauschen keine Nominalbeträge, sondern es werden nur die Differenz der fälligen Zinszahlungen ausgetauscht. Viel, viel niedrigeres Kontrahentenausfallrisiko. Somit ist der OAS ein guter Indikator, Achtung, wichtig und merken, für die Erwartungshaltung der großen Marktteilnehmer, nämlich die mit Millions of Dollars drauf wetten, über die Effective Federal Funds Rate. Also die FED-Zinsrate. FED-Zinserhöhung oder Senkung können wir eben an dem OAS ablesen. Der LIBOR wiederum ist ein guter Indikator für die Erwartungshaltung der Big Boys, die Millions and Billions darauf wetten jeden Tag, was das Kreditausfallrisiko angeht. Also auch die Entwicklung der Overnight Rate. Hoffentlich ist das klar. Ich lasse die Folie eine Sekunde stehen und entschuldige mich fürs Husten. So. Wenn wir uns den Chart angucken, LIBOR, Federal Funds und S&P, das ist die FED-Zinsrate. Ja? Die ist ja diese Woche erhöht worden. Federal Funds Rate, Effective Federal Funds Rate. Das ist 3 Monats LIBOR abgebildet und das ist der S&P 500 Cash in dem Fall. Ja? Das sieht man da hinten, dass da eine 82 steht. Kann kein Future sein, muss der Cash sein. Was können wir hier ablesen? Ich mache es mal deutlich. 2000, 2001, ja. Wir hatten damals diesen Bullenmarkt und dann kam die Tech-Blase. Wir hatten aber auch LIBOR, der angezogen ist und die Federal Funds Rate, die angezogen ist. Und was war das hässliche Ende? Der Markt ist abgewürgt worden und kam runter. Ähnliche Situation 2007, 2008 in die Banking Crisis. 2007 LIBOR und die Fed Funds Rate zieht an, zieht an, zieht an. Wir sind in einem Bullenmarkt, alles ist super, alles ist gut. Aber dann kommt irgendwann das Abwürgen und das hässliche Ende, der Markt bricht zusammen. Also hier waren es Tech-Unternehmen, hier waren es Banken. Nichtsdestotrotz haben wir jetzt wieder eine sehr interessante Situation. Wir sind in den Aktien auf Höchstständen gewesen und sehen aber einen LIBOR-OIS-Anstieg, wie wir ihn seit 2009 nicht mehr hatten. Something is up. Die Frage ist also, und deswegen diese Präsi, weil ich das so oft gestellt bekommen habe, was ist der Grund für LIBOR-OIS? Wieso steigt das an? Okay, aktuell folgende Situation. Wir sehen es hier. Januar 11 geht das hier los. Wir hatten die Euro-Krise, Sie erinnern sich, ihr erinnert euch, Griechenland wurde zuerst angegriffen, dann Portugal, ich glaube Irland war noch vor Griechenland, ja. Das ging dann reihum, eine Sau wurde durchs Dorf getrieben und dann kam irgendwann Draghi und hat gesagt, whatever it takes, und dann kam der Spread wieder runter. Dann gab es eine Money-Market-Reform in den USA, die hat dazu geführt, dass auch hier der LIBOR-OIS-Spread auseinandergelaufen ist. Und jetzt haben wir... Dadurch, dass die Schuldenobergrenze in den USA Anfang am 8. Februar erhöht wurde, massives Angebot an kurzläufigen US-Staatsanleihen. Der Staat muss sich refinanzieren. Und wir haben das neue Steuergesetz in den USA, was dazu führt, dass Milliarden an US-Dollar von amerikanischen Firmen, die in Irland, in Dublin, also in Luxemburg, an solchen Orten Milliarden, Milliarden, wir denken ja an Apple, Google, solche Unternehmen, geparkt haben und diese US-Dollar gehen wieder zurück. Also wir haben im Moment den höchsten Stand seit Mai 2009, 9-Jahreshoch in diesem Angstbarometer LIBOR-OIS. Wir haben einen höheren Stand als zur EU-Schuldenkrise 2011. Wir haben jetzt entweder erhöhte Bedenken bezüglich Kreditwürdigkeit von Banken, großes Fragezeichen, oder spielen wir Liquiditätsprobleme. Was ist es? Zur kurzen Erklärung nochmal, diese Money Market Reform damals hat dazu geführt, weil nämlich der bekannteste Geldmarktfonds in der Global Financial Crisis seine Net Asset Value unter einen Dollar gefallen ist, man nennt das auf Englisch Breaking the Buck, führte das dazu, dass die Geldmarktfondsindustrie nochmal reformiert wurde. Und die durchschnittliche dollargewichtete Portfoliolaufzeit darf jetzt nur noch in den USA 60 Tage für einen Geldmarktfonds betragen und maximal 3% der Aktiva dürfen in Tier 1 und Tier 2 Risiko, wie nennt man das nochmal, Risiko,
Ratings der Ratingagenturen sein. Das heißt also für Geldmarkt, für Moody's P1 und P2, für S&P muss das Papier A1 plus, A1 oder A2 geratet sein und für Fitch F1 plus, F1 oder F2. Also es dürfen nur noch Tier 1 und Tier 2 Ratings reingekauft werden für 97% der Aktiva. Und es gibt Liquiditäts- und Stresstestvorgaben. Ja, ich wollte nicht auf die auch noch eingehen. Aber das hat, wie gesagt, dazu geführt, dass unheimlich viele Geldmarktfonds in Europa gewachsen sind und außerhalb der USA. Ja, also auch wir hier wieder, das Geld geht dahin, wo es für gegebenes Risiko die höchsten Renditen erwirtschaften kann. Und die europäischen Fonds konnten einfach höheres Risiko noch fahren. So, auf der anderen Seite haben wir LIBOR, Höchststand, also steigt A seit dem 7. Februar 18 eben angesprochen und höchster Stand seit 2008, also der Global Financial Crisis, höchster Stand seit 2008. Genannte Gründe, erhöhtes Angebot an Treasury Bills zur Refinanzierung der angehobenen Schuldengrenze in den USA, als auch noch 4, 5 weitere, auf die ich gleich eingehen möchte. Die Bank of America stellt eine Prognose, dass sie den 3-Monats-LIBOR am Ende des Jahres inklusive 3 Fed-Zinserhöhungen bei 2,6% sieht. Da haben wir ja noch ein bisschen Luft. Ja? Und by the way, das sind Welten. In dieser Industrie Geldmarktfonds sind das Welten, von denen wir sprechen. Das sind 35 Basispunkte. Unglaublich. LIBOR, OIS aktuell. Was sind jetzt die Gründe für den Anstieg, den wir gerade sehen? Ich sagte schon zweimal, erhöhtes Angebot an Treasury Bills, weil die Schuldenobergrenze in den USA angehoben wurde. Und der ganze Mist muss ja refinanziert werden. Allein im Februar und März diesen Jahres hat die Treasury zweimal so viel an Treasury Bills am Markt gebracht, wie die gesamte Summe 2017. Also ganz 2017, der Refinanzierungsbedarf an Treasury Bills ist schon zweimal übertroffen worden, allein im Februar und März. Es ist Wahnsinn, was an Angebot an Schulden der Amerikaner auf den Markt schwemmt. Umso unverständlicher für mich dieser Schwachsinn mit den Chinesen, die 1,7 Trillion Dollars US Treasuries halten, einen Trade War anzufangen. Aber gut, ist beyond me, ist auch wurscht. Hauptsache verdient Geld damit. Auswirkungen und Kapitalrückführungen von US-Firmen aufgrund der neuen Steuergesetzgebung. Also, das Biest heißt Tax Cuts and Jobs Act, das ist das neue Steuergesetz. Und es gibt neue Handelspolitik, ne? Strafzölle, Pipapo. Wozu führt das? Das führt einfach dazu, wenn Billions of Dollars aus dem Ausland verschwinden, aus dem sogenannten Euro-Dollar-Markt, dann gibt es dort, und wieder zurückgehen nach USA, dann gibt es dort weniger Nachfrage nach Commercial Paper, Geldmarktfonds, Geldmarktprodukten. Das wiederum bedeutet, dass sich Banken und Unternehmen im Geldmarkt, das also 0 bis 2 Jahre in diesem Segment, nur zu erhöhten Zinsen refinanzieren können. Es geht nicht anders. Ich muss dann mehr Geld bieten, damit Investoren zu mir kommen und mir dann kurzfristige Gelder leihen. Parallel haben wir den Zinsstraffungszyklus der Fed. Und wir haben ansteigende Risikoprämien aufgrund Unsicherheit bezüglich dieser US-Geldmarktpolitik und wie sie aussehen darf. Wir hatten jetzt diese Woche gerade die Fed. Der Markt war natürlich wieder ein bisschen vorhergeeilt und hatte auf 4 Zinserhöhungen gehofft, sagt Powell und die Fed, wir machen aber nur 3 dieses Jahr, ist das Biest der Dollar sofort ein bisschen schwächer gegangen. Ja? Und zweijährige Zinsen sind runtergekommen, kurzes Ende hat abverkauft. Im Sinne von Zinsen. Da muss man immer sehr deutlich, da darf ich sehr deutlich kommunizieren, es gibt einen Unterschied zwischen Zinsen und Cash bei diesen Rentenprodukten. So. Und wir haben einen Anstieg der Ausfallprämien für Banken. Das ist dieser Credit Default Swap und wir schauen da drauf. Ich weiß noch, vor der Global Financial Crisis, die Aktienkollegen haben alle ihre Discount-Dividend-Modelle gemacht. Nach der Global Financial Crisis kamen sie zu uns rüber und haben für ihre einzelnen Unternehmen gefragt, wo steht denn der CDS? Also die Aktienanalysten haben gelernt, dass auch hier das Smart Money, die Bond-Investoren, über ihre synthetischen Produkte, CDS, ein Leading Indicator stellen, wie die Kreditwürdigkeit, die Wirtschaftsentwicklung eines einzelnen Unternehmens sich ausgestaltet. Ja? Und dann haben wir verstärkte Abflüsse von Dollareinlagen aufgrund von ansteigenden Zinssätzen am kurzen Ende. Und, das ist wichtig, wir haben ja die Fed, die ihre Bilanzsumme strafft. Und das führt indirekt zu steigenden Renditen. Und wir haben parallel die Treasury, die ihre Cash Balance, die US Treasury, die ihre Cash Balance massiv anhebt. Also das spricht alles für sich verschlechternde Liquidity-Situation
im kurzen Ende für US-Dollar. Ja, habe ich hier auch geschrieben. Es führt zu einem Anstieg in der US-Dollar-Nachfrage und mögliche Dollar-Liquiditätsprobleme außerhalb der USA. Als wir 2011 diese Euro-Sovereign-Krise hatten, wo die einzelnen Länder angegriffen wurden, hatten wir parallel auch nochmal ein echtes Funding-Problem in US-Dollar. Also es geht um US-Dollar außerhalb von Amerika. Ich hoffe, dass Sie das verstehen. Und das ist ein Markt und die sind limitiert. Ja, die sind nicht unendlich. Und da, ich glaube, es war BNP, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, BNP hatte dann Riesenprobleme und dann kam die Fed und hat ein Emergency Swap Line implementiert, damit europäische Banken quasi unlimitiert an US-Dollar kommen können. Ja. Hat man sich ja ein paar Jahre später dann wieder zurückgeholt, indem man auch solchen europäischen Banken Milliardenstrafen auferlegt hat für unglaubliche Gesetze, Geldwäsche, Gedöns, was die Amerikaner sich ausdenken. So, was sehen wir im Moment im Markt? Wir sehen, wie gesagt, drastische Auswirkungen dieses neuen Steuergesetzes in den USA. Wir sehen echten Stress im Commercial Paper Markt. Wir sehen Abflüsse aus Unternehmensanleihen und Anleihen, 1 bis 3 Jahre Laufzeit, also Weltmarktanleihen. Und wir sehen, wie 2-Jahres-Swap-Sätze steigen. Wir sehen sogar, dass der 3-Monats-LIBOR in Pfund steigt. Wir sehen, dass der LIBOR OIS 3 Monate steigt, der LIBOR OIS 6 Monate steigt, Swap-Spreads 2 Jahre steigen, Banken 1 Jahr, 2 Jahre, 3 Jahre, 4 Jahre, 5 Jahre, ja. Alles steigt an, alles wird teurer. Wir spielen also eine Liquiditätssituation und kein Kontrahentenausfallrisiko. Das haben wir jetzt identifiziert. Zudem haben wir die Erwartung, dass wir noch weiter höhere Renditen im kurzen Ende sehen können, wenn die Fed auch weiter uns abriegelt, aber eben auch die Einflüsse von diesem TCJA Act. LIBOR OIS aktuell. Was sind jetzt Konsequenzen für den jetzigen Anstieg im LIBOR OIS? Und das ist nämlich etwas ganz Spannendes. Globale Gelder, globale Geldströme. Es gibt ja ausländische Investoren, die in Amerika investieren. Wenn Sie jetzt als Europäer, Sie sind ein Großinvestor, Sie sitzen bei Allianz Global Investors in Frankfurt und müssen 500 Millionen investieren, und zwar in Staatsanleihen. Jetzt haben Ihre Investoren, Herr Müller und Frau Schmidt, Ihnen Euros gegeben. Gehen Sie jetzt hin als Portfolio-Manager und kaufen US Treasuries in Dollar oder... Ja, dann müssen Sie ja die Euros in Dollar tauschen, haben dann aber ein Währungsrisiko offen oder hedgen Sie dieses Währungsrisiko. Sagen Sie also, ich kaufe die und die Treasuries, aber ich hedge mich ab im Cross-Forex-Basis-Swap. Das gibt es auch, das ist ein Produkt, wo ich mich forward per Forward-Geschäft absichern kann gegen das Preisänderungsrisiko meines Währungspaares. Und jetzt passiert Folgendes. Diese Absicherungskosten und Dollar-Refinanzierungsraten steigen an. Und das ist negativ für Auslandsbanken. Sehr, sehr negativ. Schwache Auslandsbanken könnte es da sogar richtig wehtun. Die Profitabilität von deren abgesicherten Investitionsgeschäften und Krediten sinkt logischerweise. Meine Profitmarge sinkt, ja. Rentabler ist es mittlerweile für japanische Großinvestoren, 30-jährige JGBs zu kaufen, wo nichts draufsteht. Ja? Die 10-Jahres-Zinsen in Japan sind bei 0% per Dekret von der Zentralbank. Die wollen, dass 10-Jahres-Zinsen 0 sind. Also, ich habe gerade mal parallel geschaut. Eine Sekunde. 30 Jahre Japan, 0,739%. Ja? Und jetzt kommt der Witz, es ist günstiger oder nicht günstiger, es ist besser für japanische Großinvestoren, 30-jährige JGBs zu kaufen in Yen, als 30-jährige US Treasuries, wo wesentlich mehr draufsteht, und diese dann abzuhedgen. Warum? Weil die Hedgekosten so teuer geworden sind. Ja, die sehen wir hier, die schwarze Linie. Also die Absicherungskosten auf Forward-Basis sind so teuer, dass sich der Trade nicht mehr lohnt. Schlecht für die Nachfrage von US-Treasuries. So,
Selbe Situation für zum Beispiel Euroinvestoren. Also es ist rentabler für einen Euroinvestor, deutsche Bundesanleihen zu kaufen, als FX-gehedgte Treasuries. Wir sehen es, 10 Jahre Treasury Yield mit 3 Monats Hedge for German Investor. Da sehen wir, mein Gott, ich entschuldige mich, 10-Year FX hedged ist die Yield hier und German Yield ist höher. Ja? Also es ist sinnvoller, ich kaufe direkt die deutschen Staatsanleihen. Jetzt kommen wir, was ich Intermarket-Logik nenne. Wozu kann also, was wir eben gerade dargestellt haben, jetzt führen? Je teurer die Dollar-Refinanzierungskosten werden, je weiter läuft der LIBOR-OIS-Spread raus. LIBOR-OIS läuft raus. Wir haben hier die US Financial Credit Risk 3 Monate gelaggt oder man kann eben sagen, LIBOR-OIS 3 Monate lead. Du kannst das Zeit versetzen. Dann siehst du hier eine hohe Korrelation und es lässt ahnen, dass das Kreditrisiko für US-Finanzdienstleister ansteigen könnte. Je geringer die Nachfrage nach US-FX-Hedge-Treasuries wird, je höher müssen die Zinsen steigen, um neue Investoren anzuziehen. Das ist logisch. Ja? Jetzt kommt noch ein Trade War. Wenn die Chinesen sagen, dann kaufen wir einfach mal ein paar Milliarden weniger, dann muss die Treasury mehr drauflegen und dann kann die Treasury hoffen, dass ausländische Investoren oder inländische Investoren dann Staatsanleihen ankaufen. Zu schnell, das ist immer Rate of Change, oder zu weit ansteigende Zinsen können aber zu einem Abverkauf in den Aktien führen. Ihr erinnert euch an den Slide eben, den wir eben gesehen hatten. Ja, kurz vor dem Market Top sehen wir LIBOR und Fed Funds Rate, wie sie an einem relativen High sind und die würgen die Aktien ab und dann kippt uns das Biest und dann verkaufen die Aktien ab. Ein starker Abverkauf oder sogar ein Crash in den Aktien führt dann aber wiederum dazu, dass die Fed die Zinsen im kurzen Ende erneut senken und damit beginnt dann ein neuer Zyklus. Wer also Wirtschaftszyklus und Zinskurve den Vortrag von mir noch nicht gesehen hat, bitte anschauen, das ist das 1x1 vom institutionellen Investieren. Hier sehen wir, interessanter Chart, wir sehen US LIBOR OIS Spread 3 Monate Advanced, auch wieder nach vorne geschoben und den Dollar Index. Ja, das ist sowieso etwas, das sehen wir auch gleich nochmal. Es ist einfach spannend zu beobachten, dass der Dollar im Moment nicht den Zinsen folgt, was ungewöhnlich ist. Intermarket Logik. Trade-Ideen können sein Short Financials, Short European High Yield oder auch Short Europe und US Investment Grade. Oder, letztes Slide, sehen wir uns gemeinsam dann an. Wir schauen uns an, in einem abschwächenden Wirtschaftszyklus, welche Sektoren performen da, welche sind defensiv und rotieren aus den top performenden FANG-Aktien zum Beispiel in defensive Aktien jetzt. Ja? Wir sehen hier, globales Bankrisiko kann genauso ansteigen, was logisch ist, weil global sind die Aktienmärkte hochkorreliert, aber das globale Finanzsystem ist mittlerweile eben auch hochgradig korreliert. Dann sehen wir hier, wie der CDS-Markt für einzelne Banknamen schon angefangen hat zu steigen. Sehen wir das hier? Das heißt also, das Ausfallrisiko von einzelnen Banken, egal ob das eine BNP ist, eine Deutsche Bank führt hier, Deutsche Bank ist stark angebrieft, ein Sorgenkind, ja, das sieht man an der Aktie als eben auch am Banken-CDS oder einzelnen Anleihen des Unternehmens. Wahrscheinlich haben die keine guten Karten, sagt der Markt uns, wenn wir in Dollar-Engpässe in Sachen Liquidität reinlaufen. Aber die haben auch sonst keine guten Karten wegen fehlendem Geschäftsmodell. Und wir haben, wie gesagt, den Dollar-Index. Also das ist eine Folie potenzielle Trade-Ideen. Hier sind einzelne Finanzunternehmen drauf, die alle interessant sind, dort weiter Due Diligence zu machen, dort reinzugehen. Ob ich den Dollar jetzt long gehe? Ich persönlich nicht. Warum? Weil Wirtschaftskriege historisch bärisch waren für den Dollar und weil Trump seine kleine Schweiz basteln will aus Amerika. Schwachsinn, scheint aber so zu sein, beziehungsweise wir zwei Weltmarktführer haben, USA und China. Und dahingehend ist es eben spannend zu sehen, in welche Richtung sich Amerika entwickelt. Aber definitiv sind Tarife, Strafzölle und Handelskriege negativ für die Währung. Und das will Trump oder seine Administration, will einen schwachen Dollar. Deshalb bin ich noch nicht der Dollarbulle, kann ich aber werden. Ich habe aber Interesse, vor allen Dingen schwache europäische Banken zu shorten.
ich als Beispiel. So, okay. Intermarket-Logik weiter. Was sehen wir hier? Wir sehen hier nochmal den S&P 500, wir sehen den Dollar-Index, wir sehen 3-Monats-LIBOR und wir sehen die Fed-Funds, alles auf einem Chart. Und hier sehen wir auch ganz schön, wie der Dollar-Index auch den kurzen Zinsen folgt. Hier ist eine hohe Korrelation, dann stottert der, hier haben wir eine Diskrepanz, das ist also ein super Trade, Short, kurze Zinsen und Long Dollar, bis das eben wieder konvergiert. Das ist ein super Trade, den du monatelang aufs Buch nehmen kannst, ein Monatschart hier. Ja. Und hier sehen wir auch die 10-Jahres-Zinsen in den USA, wie die jetzt auf 2,82 hochgeschossen sind. Aber jetzt nochmal en Detail. Als der LIBOR und die Federal Funds Rate an einem High waren, der Dollar stieg mit an, hatten wir dann einen Market Top im S&P und wir sind rolled over, wir sind gekippt und starker Abverkauf. Das ist ein Monatschart, ne? Das sind Megabeträge hier. 2007, ähnliche Situation. Fed Funds und LIBOR steigen massiv an, ein Plateau, rollen und danach kippt uns der Markt. Ja, wir haben dann nochmal ein High gesehen und kippt uns der Markt. Übrigens hier, die Pfeile sind immer in einen Uptick, weil Institutionen immer in einen steigenden Markt geben, nie in einen fallenden. Retail braucht die erhöhte Sicherheit, Instis machen ja die Märkte und deshalb immer verkaufen in einen Uptick. Okay, egal. Und jetzt sehen wir diesen Anstieg im LIBOR, der ist natürlich noch nicht gerollt, nein. Wir sehen auch diesen Abverkauf im Dollar, aber die Zinsen steigen. Das ist merkwürdig, das ist schon mal eine Diskrepanz, die nicht ganz logisch ist. Und, weil die Logik steht, und wir sehen, wie die Aktien korrigieren im Moment. Ja? Also, K-Wert, Achtung bitte, nächste Folie. Heißt das, lieber Jay, dass ich jetzt schon Aktien shorten muss? Ist alles vorbei? Ich sage, nein, ich bin noch kein Aktienbär. Warum? Weil ich die PMIs noch habe. Diese Linie ist übrigens die 50er Preisniveau und solange PMIs über 50 sind, bin ich noch konstruktiv. Und wir sind bei 60,8. Also wir haben Höchststände in dem PSI zuletzt gehabt. Ja, es hat andere Gründe, warum der Aktienmarkt hier korrigiert. Wir sehen, ein PMI unter 50 bedeutet auch nicht immer automatisch ein Zusammenbrechen der Aktien. Ja? Wir sehen allerdings, dass ein Zusammenbrechen der Aktien auch immer einhergeht mit einem PMI unter 50. So, sehr wichtige Folie, wieder massiven Mehrwert umsonst rausgehauen. Enjoy. Hier sehen wir es unter 50, danach der Abverkauf, unter 50, danach der Abverkauf und hier sind wir bei 60,80. Im Moment bin ich noch konstruktiv, aber nicht mehr so wie noch Ende letzten Jahres. Intermarket-Logik. Wozu kann die dargestellte Entwicklung führen? Also logischerweise, je weiter LIBOR ansteigt, desto teurer werden Billionen an daran geknüpfte Kredite, Swap-Geschäfte und Hypotheken. Bla, bla, bla. Sollte es zu einem weiteren Abverkauf in den Aktien kommen und die Geldmarktzinsen weiter anziehen, werden die Abflüsse aus Fonds steigen. Das ist so. Wir sehen dann eine Asset Rotation auch raus aus Aktien, rein in Staatsanleihen und risikolosere Investitionsmöglichkeiten. Diese Abflüsse beflügeln dann aber eben wieder weitere Abverkäufe. Und wir erinnern uns, wie signifikant groß der sogenannte passive Anteil der Investorenschaft via ETFs mittlerweile in den Märkten ist, vor allen Dingen in den USA. Wenn die Kameraden alle gleichzeitig raus wollen, das wird eine Megakatastrophe. Und die ganzen Unternehmen, die anbieten, per Robo-Advisory in ETFs zu gehen, ich sage es gerne nochmal, wer es nicht geschnallt hat, schaut sich nochmal den XIV an, den ETF, der invers war auf den VIX. Dieses Produkt gibt es nicht mehr. Wir hatten damals auf Emerging Markets, wann war das 2014, die ersten Tests und da hatten wir ein riesen Delta, eine riesen Basis zwischen den tatsächlichen Underlyings und den wesentlich schlechter abgebildeten Net Asset Values von EM-ETFs. ETFs werden sowas von auf die Mütze bekommen, wenn es krachen sollte, mal eines Tages richtig. Aber gut, jetzt höre ich mich an, als wäre ich ein Doomsdayer. Ich habe ja eben gesagt, ich bin weiterhin noch konstruktiv. Ich will nur die Logik erklären. Also, Abflüsse können dann aber auch weitere Abflüsse zur Folge haben. Und solch ein Abverkauf führt dann zu einem negativen Vermögenseffekt. Und der wiederum führt dann zu Zurückhaltung im Konsum. Und da allein in den USA 2/3 der Volkswirtschaft aus Konsum besteht, ist das etwas, was wir sehr, sehr ernst nehmen. Wenn die Aktien einbrechen und die Immobilienpreise einbrechen, nehmen wir das sehr, 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 sehr ernst, weil wir dann tatsächlich bärisch eingestellt sind. Der Konsument wird sich dann zurückhalten.
Das Resultat, die Binnenkonjunktur in der betroffenen Volkswirtschaft leidet. Wie kann ich damit Geld machen? Jetzt kommt wieder eine wichtige Folie, indem ich mich erinnere, wo bin ich denn überhaupt? Ja, und ich bin gerade in den USA hier. Ich bin in einer Full Recovery. Meine Consumer Expectations sind noch nicht dabei zu declinen. Ja, also Michigan schmiert uns noch nicht ab. Industrial Production ist weiterhin steigt noch. Also wir sind in einer Recovery, eher topisch. Ja, deswegen sehen wir auch, wie Energy performt, Ölsektor, das performt alles im Moment. Interest Rates rising rapidly. Das haben wir. Die Fed bremst uns und die wird es auch schaffen, uns wieder auszubremsen. Und irgendwann werden die peaken, die Rates, und dann sehen wir, wir haben eh schon ein Flattening der Zinskurve. Und wenn die invertiert, dann haben wir zwar 6 bis 18 Monate Zeit, aber die Märkte sind schneller geworden. Ja? Ich würde mich nicht auf 6 bis 18 Monate verlassen. Ich würde mich auch nicht darauf verlassen, dass die Rezession ausgeschlossen ist, wenn es keine invertierte Zinskurve gibt. Es ist nur so, dass jedes Mal, wenn eine invertierte Zinskurve war, historisch es auch eine Rezession gab. Es gab aber auch Rezessionen mit einer nur flachen Zinskurve vorher, keine invertierten. Okay, wir haben es geschafft, 45 Minuten. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Was haben wir gelernt? Wir haben gelernt, erstmal, was ist der LIBOR-OIS-Spread und was ist er? Er ist ein Indikator für das Bankenausfallrisiko untereinander und für Liquiditätsrisiken in diesen Geldmärkten. Die Gründe für das derzeitige Ansteigen von diesem LIBOR-OIS-Spread sind vor allen Dingen die neuen Steuergesetze in den USA, das Repatriieren von Milliarden von Dollars von US-Firmen zurück nach USA, und unter Basel III ist ein Dollar, der aus dem Euro-Dollar-Raum zurückgeht, der dort übrigens im Repo-Markt fehlt, ja, und der dort auch in den Geldmarktprodukten als Anlegernachfrage fehlt. Wenn der zurück ist in den USA, wird er mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit für Aktienrückkaufprogramme und Entschuldung verwendet. Aktienrückkaufprogramme und Entschuldung. Das heißt, auch hier bin ich weiterhin konstruktiv auf die US-Aktien. Ja? Aber der Business Cycle, das interessiert mich, ob ich shifte in konservativere Sektoren. Dann haben wir das quantitative Tightening der Fed. Die Bilanzsumme wird reduziert und sie sind in einem Zinserhebungszykluses. Ja? Das sind die Hauptgründe. Dann haben wir ein Verständnis dafür gewonnen, dass ein weiterer und auch schneller Anstieg des LIBOR-OIS-Spreads zu einer Verschärfung der Finanzierungsbedingungen am Kapitalmarkt führen kann. Und dies kann im Einklang mit abschwächenden Wirtschaftszahlen. Wenn wir also schwächelnde Wirtschaftszahlen bekommen, dann bin ich bärisch auf Aktien. Ja? Und dann wird da draufgehauen. So. Jetzt in eigener Sache, weil ich dieses Jahr noch einmal Seminare gebe. Wenn Sie diese institutionelle Denke und Prozesse kennenlernen möchten, fange ich im Forex-Markt an. Und wenn Sie eine Ausbildung bei uns machen wollen zum Forex-Trader, sind dort enthalten ein 9-stündiger Videokurs mit Basiswissen. Das machen die Teilnehmer vor dem Seminar. Absolvieren Sie diesen. Dann 3-tägiges Seminar im Lufthansa Seminarhotel in Seeheim, wo wir montags den gesamten Prozess durchlaufen. Dieser Prozess mittlerweile in einem Excel-Sheet eingepackt ist mit 10 Punkten, die Sie abchecken, können Sie daily oder weekly oder monthly machen. Es gibt keine Fragen mehr am Ende des Tages. Gibt es nicht. Es ist komplett in sich geschlossener Prozess, den Sie dienstags anwenden können. Ja, mir wurde vorgeworfen, ich habe viel zu viel Lehrmaterial produziert. Das war bestimmt ein Fehler von mir in Retrospektive. Trotzdem gebe ich Ihnen den Zugang zu dem gesamten Lehrmaterial, wenn Sie das möchten. Trading Psychologie, COT Report, Market Profile, Volume Profile Trading, Optionen, Wirtschaftsindikatoren, alles. Nochmal, ich habe mittlerweile Pareto-Prinzip, 20% von diesem ganzen Lehrwissen so in einen Prozess gepackt, dass es keine Fragen gibt, wenn Sie am Montagabend nach Hause fahren. Da darf es keine Fragen geben. Dann haben wir integriert 8-wöchiger Achtsamkeitskurs zur Entwicklung Ihres Trading-Gehirns. Wie viele von den 138 Tradern, mit denen ich jetzt gesprochen habe, haben Glaubenssätze, die an ihrem Erfolg hinderlich sind?
Daher sehr spannend, diesen Achtsamkeitskurs zu durchlaufen. Dann ist der Kurs aufgebaut in Lernphasen. Das waren 5 Lernphasen, fast 100 Trades pro Phase. Das reduziere ich auf 20 Trades, weil ich gelernt habe, dass der Retail-Trader gar kein Interesse hat, ein Jahr eine Ausbildung zu machen, sondern er möchte das am liebsten in 3 Monaten hinter sich bringen. Okay, versuchen wir es mal. Also die Lernphasen sind auch komprimiert worden. 8 Monate Zugang zum Online-Members-Bereich. Wir haben allerdings für die ganz aktiven Trader mittlerweile so eine WhatsApp-Gruppe, wo jeden Tag die Top-Trader ihre Trades posten, wo wir Informationen austauschen. Das ist sehr, sehr emsig. Der Januar-Kurs 18 hat das implementiert. In diesem Kurs waren vornherein schon 50% der Teilnehmer langfristig profitabel, 25% Anfänger und 25% Break-Even, also Verlierer und Break-Even. Und gerade die fortgeschrittenen Trader profitieren am allermeisten von meiner Ausbildung, weil die den ganzen Müll hinter sich haben und können in ihrem Prozess, können sie institutionelles Wissen mit einintegrieren. Interessanterweise, die ganz neu waren und willens sind, viel Arbeit reinzustecken, die haben, sage ich immer, eine saubere Festplatte, die haben noch keine schlechten Angewohnheiten sich selber einprogrammiert in ihre Synapsen. Die haben es auch recht einfach, diesen Prozess von Anfang an richtig zu erlernen. 8 Live-Ausbildungsseminare, also wir machen ein Ausbildungsseminar pro Monat und, das ist neu, einmal pro Woche, im Moment ist das dienstags, traden wir zusammen. Vormittags, ne? London Session. Es geht 1 bis 3 Stunden. Also bisher ging es 2 bis 3 Stunden, aber vielleicht machen wir später, wenn alle den Prozess drauf haben, vielleicht machen wir es dann noch kürzer. Das habe ich realisiert, das hilft. Ja, einfach den Leuten in dieser Ausbildung diese Stütze zu geben. Wir traden live zusammen, dann könnt ihr das alles implementieren, was ihr für den einen oder anderen, der in seiner Selbstwirksamkeit noch ein bisschen Herausforderungen sieht. Ja. Das nächste Seminar ist vom 28. bis zum 30. April und es sind 4 Plätze frei. 4. Und dann ist Ende Gelände. Ausbildung, also was will ich sagen, wer Interesse hat an der Ausbildung, auf diesen Link klicken und sich anmelden und vielleicht vorher mal mit mir telefonieren oder mal E-Mail-Kontakt aufnehmen oder auch direkt buchen, aber ich finde es ganz sinnvoll, sich vorher zu unterhalten, um zu sehen, ob wir zusammen passen und wo sie oder du schon stehst in deinem Trading. Für diejenigen, die noch nicht wissen, kann ich anbieten, YouTube-Kanal ansehen oder abonnieren, als auch Insider-Infos abonnieren. Das ist einfach auf meiner Webseite und da steht irgendwo Insider-Infos, das ist der Newsletter. Und da schicke ich sporadisch schicke ich was raus. Auch dieses Video schicke ich jetzt per Newsletter raus, als Beispiel. Ja? Oder das Seminar im April buchen. Ich freue mich auf Sie. In diesem Sinne, vielen, vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 52 Minuten. Ich hoffe, es war ein Mehrwert. Mir ist wichtig, das Ausbildungsniveau im deutschsprachigen Retail-Trading-Markt ein bisschen anzuheben. Und da haben wir im letzten Jahr einen super Job gemacht. Mein Dank gilt allerdings allen YouTube-Abonnenten. Und ich lese einige Kommentare, nicht alle. Es ist alles zu viel geworden. Aber wenn ich nochmal ein Interview machen sollte, vielen herzlichen Dank für eure konstruktive Kritik. Ich werde versuchen, meinen Redeanteil zu verringern. Ansonsten die ganzen Denunanzen, Denunzierer und Beleidiger, sage ich nichts zu, ist aber lächerlich. Wir haben bei Lehman immer gesagt, stay professional, also stay professional, guys. Ja. Erstmal was können und dann denunzieren. In diesem Sinne, danke für die Aufmerksamkeit, macht's gut, bis zum nächsten Mal oder vielleicht im April live und in Persona. Bye, bye.